Und wieder mal ein herzliches Willkommen zu unserem Blogbeitrag Nummer 212. Die Objektreservierung und der Notartermin. So platzt keine Beurkundung mehr. Natürlich auch ein extrem wichtiges, ein extrem spannendes Thema. Weil es immer noch Situationen gibt, dass der Makler dann nach erfolgter Arbeit eine Kaufzusage hat, eine Reservierung hat und dann glaubt, Geld verdient zu haben in Erwartung eben des Notartermins. Und was passiert? Aus irgendwelchen Gründen platzt dann die Reservierung, platzt die Kaufzusage, kein Notartermin, kein Geld verdient, Reputationsverlust, tollsten Sachen, die passieren können. Also lassen Sie uns darüber reden im Blog heute. Was kann man dann tun? Was kann man anders tun, um das Risiko zu minimieren oder im Prinzip auch in Gänze auszuschließen, damit sowas eben nicht mehr passiert? Also, was heißt Objektreservierung? Was heißt Kaufzusage? Wir müssen uns immer wieder zurückdenken, was ist denn vorher schon passiert? Ich habe eben viel Zeit, viel Muße, viel Geld investiert, um eben zu dem Punkt zu kommen, dass ich eine Kaufzusage habe. Also ist es natürlich umso wichtiger, diese Kaufzusage auch qualifiziert zu hinterlegen, in Form einer Reservierung oder eben einer Kaufangebotserklärung. Wie auch immer Sie erstmal damit umgehen, wir wollen heute nicht über die Reservierung an sich reden, wie Sie die fixen, sondern Sie haben eine Zusage. Mal egal, ob schriftlich, ob mit Kaution hinterlegt oder eben einfach nur mündlich. Aber dem vorausging eben Vermarktungskosten, Investment, viele Besichtigungen, viele Zweit-, Dritt-, Viert-Termine, Nachverhandlungen. Sie haben dann endlich die Reservierung, die Kaufzusage, vereinbaren einen Notartermin, lehnen sich entspannt zurück, denken, alles klar, wo investiere ich das zukünftige Geld, was gleich kommen wird, und kurz davor gibt es die Absage. Sie fallen aus allen Wolken, das kann doch gar nicht wahr sein, was ist denn da passiert? Hat doch alles wunderbar geklappt, gutes Feeling, gute Verbindung, gute Chemie, aber Sie haben leider keinen Erfolg, der Grundlage für Ihren Provisionsanspruch ist. Eine der wichtigsten Grundlagen, nämlich der wirksame Kaufvertrag. Und was passiert? Eben kein Geld, Verlust der Provision und natürlich auch Verlust der Reputation. Weil wenn was nicht passiert, nicht funktioniert, also kein Termin stattfindet, hat das ja einen Grund. Das heißt, jemand ist irgendwie unglücklich, sprich unzufrieden, und wird natürlich das auch kommunizieren. Also ist da die Frage wieder, wie kann man damit entsprechend umgehen? Wichtig ist zu wissen, direkt nach der Reservierung passiert psychologisch was? Die klassische Kaufreue. Man trifft die Entscheidung, hat sie vielleicht sogar etwas schwerfälliger getroffen und sagt, alles klar, ich entscheide mich dafür. Und in dem Moment der Unterschrift, sobald der Kunde im Auto sitzt, rattert es im Hirn losgeht, habe ich wirklich alles richtig gemacht? Was kann dann noch passieren? Habe ich wirklich an alles gedacht? Dann ist man noch zu Hause, Freunde, Bekannte raten oftmals ab, sagen, ja, hast du das bedacht, hast du das bedacht? Oh, nein, da habe ich gar nicht dran gedacht. Was ist denn da passiert? Gut, dann muss ich schon mal anrufen. Ist wirklich alles, hat alles funktioniert, wird alles funktionieren? Das heißt, was wichtig ist, hier fehlt eben die Betreuung nach der klassischen Zusage. Und das kann ich Ihnen auch nur empfehlen als Makler, dass Sie den Kunden eben nicht alleine lassen, sondern gerade jetzt sagen, nach der Reservierung sagen, okay, das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Jetzt lassen Sie uns mal gemeinsam schauen, was denn in Zukunft noch passieren wird. Und wenn Sie das nicht tun, passiert nämlich eben das, dass eben, wenn Sie nicht gemeinsam arbeiten, nicht ihn betreuen, er zu seiner Bank geht möglicherweise, ohne ihr Wissen, ohne ihr Zutun, die sagen, ja, kümmere ich um die Finanzierung, wenn die da ist, gehen wir zum Notar. Dann die Bank überzeugt ihn noch einmal, vielleicht dann doch woanders zu investieren, überzeugt ihm, sagen, ja, eigentlich zu teuer, gehen wir ein Stück weiter, da haben wir auch eine schöne Abteilung, auch schöne Häuser und so weiter und so fort. Aber selbst wenn das funktionieren sollte, bereiten Sie den Vertragsentwurf vor, Sie schicken den zu, tja, und dann liest der Kunde was von Zwangsverstreckungsunterwerfung und oder und sagt, um Gottes Willen, das unterschreibe ich, um Gottes Willen nicht. Oder gibt es seinem Anwalt oder einem Freund, einem Halbwisser, der vielleicht mal drüber schaut und sagt, nee, also hier müssen wir Folgendes ändern. Das kann so nicht funktionieren. Das Gesamtergebnis heißt aber auch dann, es fehlt das Vertrauen Ihnen gegenüber. Und das müssen Sie, sollten Sie natürlich in dem Moment der Kaufzusage, der Reservierung weiter intensivieren, weiter aufbauen. Heißt also, was kann man ändern? Das ist die Übersetzung. Nach der Kaufzusage werden natürlich ganz viele Fragen noch offen sein und eben auch keine Fragen, die ihr vielleicht ad hoc im Kopf habt, sondern die erst kommen, wenn sie nicht mehr dabei sind. Also, eine der wichtigsten Voraussetzungen ist eben, dass Sie als guter Makler, Sie können auch sagen, guter Vertriebler, grundsätzlich eben bereits die Antworten auf die Fragen haben, die Ihnen der Kunde noch gar nicht gestellt hat. Besprechen Sie mit Ihrem Kunden detaillierten Zeitablauf. Sagen, alles klar, jetzt der erste wichtige Schritt. Und jetzt sprechen wir darüber, was passiert in den nächsten Tagen.
Wir brauchen definitiv noch die Finanzierungszusage. Sie haben gesagt, Sie haben bereits die ersten Gespräche geführt. Auch hier kann ich nur anbieten, nutzen Sie meine Services. Ich begleite Sie gerne, weil ich natürlich dann anders sprechen kann mit Ihrem Berater als Sie selbst. Und wenn Sie Vertrauen voraufgebaut haben, wird im Regelfall kein Kunde sagen, nee, will ich nicht. Und ja, ich hätte Sie gerne mit dabei. Das geht aber nur, wenn Sie im Voraus schon positioniert haben. Das heißt, jetzt zu sagen, jetzt bin ich mit dabei, wenn Sie vorher keine vernünftige Leistung abgeliefert haben, wird es noch schwierig. Weil dieses Vertrauen baut sich ja auf. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, sind Sie mit dabei. Wenn die Kaufzusage gemacht ist, wird mein Kunde von mir komplett betreut. Ich putze mir Zähne, bringe es weg, mache uns Frühstück, das volle Programm. Was ich damit sagen möchte, ich begleite ihn, er weiß auch, ich bin da für ihn. Banktermine, optional, ist kein Muss. Ich betone mal, Sie müssen gar nichts tun. Ich empfehle es Ihnen. Die Kaufvertragsvorbesprechung, auch das ist ein wichtiges Thema, was wir ja schulen, was wir trainieren, was wir sagen, ja, empfehlen wir Ihnen, eben auch dann die Besprechung selbst zu machen, die Vorbesprechung. Mit Käufer und Verkäufer, nicht gemeinsam, getrennt. Sie bekommen den Entwurf, Sie haken nach, Sie finalisieren und schicken nur den Entwurf weiter, der wirklich auch dann besprochen wird, der auch zum Notar, also der wirklich beurkundet wird. Und nicht Version 1, 2, 3, 4. Aber da sollten Sie sich immer auch ein bisschen auskennen im Schuld- und Sachenrecht, um ihm das einfach zu erklären. Mit Ihren Worten übersetzen. Das heißt also genau diese Paragraphen, Auflassungsvormerkung, Lastenfreigabe, Zwangsvollstreckungsunterwerfung, Belastung, sprich Finanzierungsvollmacht, alles juristische Paragraphen. Und wenn jemand das allererste Mal das sieht, schüttelt er im Kopf, sagt, um Gottes Willen, was schreibe ich denn da? Also es gibt ja kein schlimmeres Wort, Zwangsvollstreckungsunterwerfung, die Guillotinklausel, wie ich immer sage. Ja, also das heißt auch hier, Vorfeld reden. Das heißt, der angenehme Mehrwert ist, Sie haben den Kunden permanent immer wieder mit im Dialog. Sie wissen jeden Tag, was passiert und können auch Ströme und auch gegensätzliche Strömungen direkt erkennen und können darauf einwirken. Und eine Bitte kann ich Ihnen auch noch weiterreichen. Sind Sie erreichbar? Gerade dann in der Phase zwischen Abschluss, Kaufzusage und Notartermin sollten Sie erreichbar sein. Speichern Sie alle Nummern des Kunden ab. Telefon, Mobil, als wenn das Telefon klingelt, Sie wissen, es ist dieser Kunde. Ich sage, nutzen Sie den Service. Ich bin nicht nur deswegen 7 Tage erreichbar. Das weiß jeder, der mich kennt. Und wenn ich jetzt gerade nicht erreichbar bin, weil ich gerade diesen Blogbeitrag drehe, ist es für 10 Minuten. Da geht meine professionelle Mailbox-Ansage an. Wunderschöne Dame und auch Stimme, die den Hinweis gibt, ich bin momentan nicht erreichbar, bin im Meeting, aber ruf Sie gleich zeitnah zurück, kommt der Anruf. Sie können sich doch vorstellen, stellen Sie sich vor, Sie haben am Freitag reserviert, Kaufzusage, alles besprochen und am Samstag. Und am Samstag hat der Kunde eine Frage, die ihn extrem beschäftigt. Bauchweh mit der Frage, bekommt sie nicht beantwortet, weil sie nicht erreichbar sind. Geht damit schwanger, Samstag, Sonntag, Sonntag, Montag, hat schon so einen Blähbauch und sagt am Montag, tut mir leid, wir müssen verlegen, absagen. Hätte man sie aber erreicht, hätten sie vielleicht diese einfache Frage mit 2 Sätzen erklären können. Der Kunde wird gesagt, dann wunderbar, ich bin weiterhin beruhigt und vor allen Dingen klasse. Ich habe sie samstags erreicht, um 8, 9 oder 10 Uhr. Ich fördere das ja auch dann. Ich kann Sie nur empfehlen, bieten Sie es an. Nutzen Sie den Service, lieber Kunden. Dafür haben wir die 7 Tage, dafür haben Sie auch andere Provisionssätze, mit denen Sie arbeiten. Weil Sie eben andere Dienstleistungen offerieren. Und der Mehrwert ist auch für Sie da. Sie haben den Kunden direkt wieder im Dialog und können direkt einwirken, wenn irgendwas nicht in Ordnung sollte. Also diese Erreichbarkeit ist wichtig. Wie ein Arzt ja auch. Ein Anästhesist, der kann halt sagen, stopp, jetzt haben wir Samstag, 8 bis 10 mache ich Feierabend. Der ist erreichbar. Wenn dann eben 3 Frauen kurz vor der Entbindung stehen, kann er halt sagen, stopp, nee, will ich nicht. Also auch das ist eine Art Entbindung, schwanger gehen. Im abstrakten Sinne ist es ja so, der Kunde geht schwanger weiter mit der Entscheidung und sie betreuen bis zur Geburt. Die Geburt ist dann letztendlich abstrakt betrachtet der Notartermin. Ne? Also diese Bilder versuche ich aufzubauen, damit ihnen klar ist, was es heißt. Sie haben eine Verantwortung ja auch und nicht nur Ihrem Unternehmen gegenüber, auch dem Kunden gegenüber. Also das ist ein Thema, wo ich sage, das ist nur mal ein Hinweis, eine Hinführung dazu, was man alles machen kann, um die Wahrscheinlichkeit deutlich zu minimieren. Und ich hoffe, wir sind uns einig, wenn Sie das grundsätzlich so praktizieren, dann ist es schon toll, Glückwunsch, haben Sie alles richtig gemacht. Und wenn nicht, kann ich nur empfehlen, tun Sie es, dann wird die Wahrscheinlichkeit deutlich entspannter. Weil Ergebnis wird sein, Sie haben ein entspannteres Miteinander. Sie positionieren sich als Mehrwertmakler. Sie lassen den Kunden den Unterschied spüren. Was heißt denn Makler betreuen Dienstleistungen? Sie haben einen klaren, sicheren Notartermin. Sie haben einen glücklichen Kunden
und sind auch glücklich logischerweise in der Konsequenz. Und es schafft auch die Basis für Weiterempfehlungen. Also ich muss sagen, ich bin top zufrieden gewesen hier. Der Makler hat mich betreut, sich um alles gekümmert, hat mich begleitet und war auch immer erreichbar, wenn ich was Wichtiges wissen wollte. Also was gibt Schöneres? Und danach Notartermin, beide sind glücklich, Käufer und Verkäufer, Blumenstrauß, Flasche Sekt. Und was passiert zwangsläufig? Über Gutes erzählt man gerne Gutes. Aber auch im schlechten Sinne wird über schlechte Dinge erzählt. Und das wollen wir ja nicht. Also, der Blog soll ein bisschen sensibilisieren, ein bisschen hinführen zum Thema Betreuung. Es ist eigentlich so einfach. Wir sagen ja auch immer wieder, die müssen eigentlich nicht mehr tun als gewöhnliche Dinge, außergewöhnlich gut tun. Wir sehen, man muss es eben auch nur tun. Und dazu gehört diese Servicebereitschaft, dieser Dienstleistungscharakter und das Wollen, das Helfen wollen. Der Kunde spürt es auch und dann denke ich, ist alles soweit fein und alle sind zufrieden und sind froh darüber. Also, das war's für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und wenn Sie sagen, aha, interessiert mich, ich will sogar noch mehr wissen wollen, dann lade ich Sie ein, besuchen Sie uns. Makler-wissen.de, Deutschlands erste E-Learning-Plattform zur Erfüllung der Fortbildungspflicht, der Berufszulassung und noch ganz, ganz viele Dinge mehr. Schauen Sie rüber, Sie werden bestimmt auch was für Sie finden. Also, freue mich darauf, besuchen Sie uns. Bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Ritzer.